Juhu, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Gyarados vs. Sinnoh. Im letzten Part haben wir uns ganz sneaky durch den Keller ins Kappa-Gebäude eingeschlichen und haben jetzt den EG-Schlüssel und können jetzt ganz normal durch die Haupteingang ins Team Kappa-Gebäude rein. Ich würde sagen, das machen wir nochmal. Natürlich mit unserer Hilfe von lieben Liu, der uns tatsächlich die Freiheit gegeben hat, Dinge nicht zu tun. Den wollte ich umgehen, egal, never mind. Macht ihr durch eure Reihe durch unser Hauptquartier Spaß, Eindringling? Na, ihr seid auf jeden Fall Schleicherei hinaus befördert. Okay. Was möchte er uns damit sagen? Was möchte er uns sagen? Kappa rüber mit einem Goldbass. Ich war gerade noch im Pokémon Center, damit ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich war im Pokémon Center. Und ich habe euch gefragt, könnt ihr mir Fragen stellen auf Twitter und den Hashtag Tiberium Platin, und es sind keine Fragen gekommen, also werde ich auch keine vorlesen. Das ist normal, weil. Und so. Und wir haben Golbat besiegt auf jeden Fall. Und ich habe gesehen, Zack macht jetzt ein Barmelin Solo One. Ich habe ihn ein bisschen inspiriert, er hat ja auch schon nur mit Barmelin die Pokémon Liga durchgemacht. Also müsst ihr wissen, Zacks Lieblings-Pokémon ist Barmelin. Und ich finde das cool. Yay, ich inspiriere Leute, ja. Ich fühle mich schon ein bisschen vorbildhaft. Wobei man ja sowieso immer als YouTuber eine gewisse Vorbildsfunktion hat. Ich kann dich wohl nicht einem Weiterschleichen hindern. Schleich, schleich, bling, bling. Gegen den müssen wir sowieso kämpfen. Da sind sie auch die wenigsten bewusst und so. Denn ich will das lassen, hier von jetzt an leuchtet nur noch Team Kappa. Oh yeah. Okay, jetzt hat er Schönes. Was wollte ich sagen? Ach genau, als YouTuber hat man immer eine gewisse Vorbildsfunktion. Ich bin mir dem bewusst, deswegen, also, ihr werdet bei mir keine krassen Aussätze auf YouTube oder Twitter erleben. Das ist nun mal so, aber manche fallen jüngere YouTuber, aber auch ältere YouTuber, sind sich meistens nicht bewusst, wenn sich ein Lion zum Beispiel live im Livestream über harten Drogen seinen Zuschauern zeigt, ist das nicht unbedingt gut. Ja. Wollte ich nur mal so gesagt haben, also. Das sollte euch immer bewusst sein. Zuschauer kann man da ganz gechillt sein, wobei man auch aufpassen muss. Auch wenn ihr anonym in den Kommentaren seid, das nicht dazu anregen, extremen Bullshit und Beleidigungen Leute zu beleidigen einzuschreiben. Hä, verstehe ich nicht, wieso die Eile? Ich schleiche doch ganz langsam. Man kann die Gebäude rennen. Hier liegt ein Tagebuch, steht natürlich das. Ein Bericht namens Ewige Naus Pokémon-Statuen. Möchtest du den lesen? Natürlich. Statuen in Schild 1 vom gestohlenen Schild. Die Schöpfung von Dialga, dem Meister der Zeit. Im Lachen Wein steckt Weinen und umgekehrt verhält sich die Zeit. Die gleiche Zeit fließt weiter, der Segen von Dialga ist mit allen. Der blaue Text mit einem höchst technischen Gerät sichtbar gemacht, das der Boss selbst gefällt hat. Möchtest du weiterlesen? Natürlich. Die Pokémon-Statue in Schrift 2 vom gestohlenen Schild. Die Geburt von Palkia, den Schöpfer der Paralleldimension. Lebendig und doch nicht schwebende Risse im Raum. Im selben Universum zu wirken, der Segen von Palkia ist mit allen. Der Blautext mit höchstem technischen Gerät sichtbar gemacht und dass der Bot selbst gefächert. Legt den Bericht zurück. Was? Wir gehen immer mal frontal hier offensiv rein. Du da! Dürfen die Forschung nicht sabotieren für Team Kappa! Wollte ich nur mal sage von Forscher Volk mal mit seinen Pikrogon 2. Du hast den Mann, das ist super. Ich bin, du hast den Brodor erkannt. Das ist schön. Du senkst mein Angriff, das ist nicht so toll. Nicht so toll. Ich bin mit Zirkischer, weil ich kann. Und so. Sagt ihr auch bei der Musik immer mit? Macht ihr auch das immer wieder her? Nein, keine Ahnung, ist es bei mir irgendwie so unikat? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich die Musik okay. Bitte. Freeze! Aber ich müsste gegen alles haben, ne? Mit Ansage, ernsthaft? Mit Ansage. What? 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 What?
Mit Ansage. Okay. Okay. Der kann uns ja jetzt verbrennen, ne? Komm, verbrenn uns. Los, gib mir den Burn, gib mir den Burn. Oh, nichts. Was ist los? Jetzt muss ich eigentlich nur treffen, deswegen Knirscher. Mit Ansage. Mit Ansage. Mit Ansage. Folg mal, du Hexer, ja. Ich hätte jemals keine Chance. Und so, Dinge passieren. Mit Ansage. So, nachdem ich hier gerade 1000 Knöpfe gedrückt habe, habe ich auch den richtigen erwischt, den ich wollte. Medizin und Supertrank haben wir noch ein paar, glaube ich. Superschutz, Feuerstein. Ich müsste auch auf Medizin gehen, das hilft auf jeden Fall. Supertrank hier. Noch 5 Supertrank und Hypertrank unten, genau. Supertrank einsetzen. Mit Ansage, ja. Mit Ansage. Haben wir eigentlich irgendein sinnvolles Item, was wir Karados geben können? Nein, 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 nein. Nicht wirklich. Irgendwie haben wir nichts, ne? Irgendwie haben wir nichts. Wir haben irgendwie nicht wirklich sinnvolles, also bleibt Bandstelle drauf. Deswegen hier, bam. Teleport! Ah, hier ist Liu. Okay, sind ja richtig, sehr schön. Psst, hier drüben! Uhu! Zusammenkopf in die Kappa, was denkst du? Was hat sie zu bedeuten? Musik? Und diese fröhliche Musik ist, das geht, ne? Hochgeschätzte Mitglieder von Team Kappa. Hört auf meine Worte. Mein Name, so wie ich heute vor euch trete, lautet Ruffy. Diese unsere Welt ist barbarisch und plump, mit einem Wort unvollendet. Schon immer war das üble Leben hier in dieser Welt von Mühsal erfüllt. So wird es auch immer da bleiben. Menschen wie Pokémon sind ihre Art unvollkommen. Diesen Mangel an Perfektion lässt uns kämpfen, lässt uns andere verletzen. Es ist schrecklich anzusehen. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Wesen verabscheue ich sie. Die Welt muss makellos sein, die Welt muss sich ändern. Doch wer übernimmt diese Aufgabe? Wer übernimmt es sich auf, sich sie zu ändern? Ich, Ruffy und Team Kappa, aber vor allem ich. Ja, jeder Einzelne und jeder Einzelne von euch, aber vor allem ich. Gemeinsam sind wir Mythen auf den Grund gegangen und haben ihre Geheimnisse offengelegt. Vor allem ich. Gemeinsam haben wir legendäre Pokémon gefangen. Vor allem ich. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir über die Energie verfügen, die Welt zu verändern. Die Welten, wie wir uns in Träumen vorstellen können, sind nun in unsere unmittelbare Reichweite. Versteht mich richtig, meine Freunde. Die Musik, die läuft, ist immer noch absolut unpassend. Meinen lang ersehnten Traum stehe ich kurz davor, Wirklichkeit werden zu lassen. All jene, die zum Königsburg gehen und jene, die hier bleiben werden. Ein jeder von uns hat eine Mission, ein Ziel. So unterscheiden sie auch aussehen mögen. Schlägt unser Herz doch für dasselbe Ziel. Also mein schlicht anders als eures, aber ich ist auch egal. Ruhm sei mit Team Kappa und vor allem mit mir. Yeah! Meister Ruffy ist der Größte. Wie mir hab's Copy. Puh. Das war also Ruffy, der Boss von diesem Team, Kappa. Ein beeindruckende Vorstellung, oder? Noch dazu führt zu ein so junger Mann, als ich noch Wang war da. Ach, damals. Ich schwenke ab. Aber eine Welt nur für Team Kappa zusammengeschrieben, zu erschaffen für niemand anderen. Was für ein absurder Plan, so absurd, dass sie mir ganz schwindlig wird. Vor allem, weil ihr Frauenanteil verschreckend niedrig ist.
Aber das kann auch am Wetter liegen, denn es ist Sommer und morgen sollen 30 Grad werden. Eine neue Welt, wie es aussieht, und was passiert mit dieser hier? Mit dieser unvollkommenen Welt. Nun gut, es ist die Aufgabe der internationalen Polizei, diese Dinge zu untersuchen, like a boss. Und ja, ich bin ja hier der anwesende Vertreter der genialen Spürnasen. Somit muss ich mich mit meiner Aufklärung bemühen. Ich verabschiede mich nun. Sei vorsichtig auf deinem Weg. Da geht's nicht weiter, aber egal. Doch geht es, never mind. Hier kann man im Bett sich heilen. Ja! Vor allem, wir haben zwei Trainer besiegt. Wir haben fucking nur zwei Trainer besiegt. Wir sind straight zum Ziel gegangen. Wie geil ist das? Und ich bin jetzt quasi blind. Hier. Hallo, kleiner Trainer. Ich hab's halt mit dem jetzt gemeint. Alleine, optional. Kein Trainer bist bei Team Kabasch eine Berühmtheit. Berühmtheit bist du. Wer auch unsere Gefechtssätze kommt, kommt eine Förderung. Förderung. Wollt ihr das totale kapatieren mit dem Kapperrübe? Mit den Klebunke? Und so. Oh je, es ist zu spät abends. Warum nehme ich spät auf? Ja genau, damit nächste Woche Parts kommt. Da war ja was. Oh, Tiefschlag. Ich hasse diesen Angriff, habe ich es schon mal gesagt. Ich hasse ihn so sehr. Dass ich Klebunke besiege. Und 675 Erfahrungspunkte halte. Und ich denke, ein Ska-Punkt. Und ich bin dann noch ein Nassschweif, der nicht treffen wird. Doch er trifft. Never mind. Okay. Ich bin dran. Nächster Pokémon, bitte. Die haben auch alle dieselben Pokémon. Das sind diese typischen Gangster-Pokémon. Von Typ Normal, von Typ Gift, von Typ Unlicht. Halt die üblichen Verdächtigen halt, ne? Nur die im ganzen Kran, also taub sie haben sie nicht. Damit habt ihr meine Verdammung erledigt! Und so... Genieße der verwirrende Tour durch das Hauptquartier von Typ Quapper. So, der du klar keinerlei Berechtigung hast. Egal. Ich hack mich einfach Team Kappa. Hauptgebäude rein, den ich einfach den Türschlüssel benutze. Ist es überhaupt hacken? Egal. Ich denke mal, hacken geht ein bisschen anders. Vor allem wäre es hacken, wenn ich jetzt anfange, Objekte in diesem Raum einfach so zu löschen oder zu infizieren. Wie sehe das wohl in Real Life aus? Ich gehe zum Schrank, gehe kaputt. Dann infiziere, nehme ich irgendwie Gift oder sowas, das liegt das auf einen Ordner, sodass alle Ordner neben auch so werden oder so. Warum mache ich eigentlich nicht sehr effektiven Knirscher auf ein Gift-Pokémon? Und es reicht was aus. Gift-Tee. Los, vergifte mich doch. Danke. Mit Ansage! Mit Ansage! Aber wir können es auch gleich reingehen. Alles klar. Mit Ansage! Nicht sehr effektiv. Bam. Bam. Nein, lass mich jetzt in Ruhe, was ich will. Ich will zu meiner Mama. Ja, okay. Garolus muss ganz, ganz, ganz kurz leiden, damit ich mich hier mit Ansage heilen kann. Ja, möchte ich. Ich lege mich einfach so im Team Kappa Hauptgebäude hin und schlaf eine Runde. Denn was kann denn hier schon schief gehen? Ups. Das wollte ich nicht. Weiter geht's. Genau, die haben wir gerade besiegt. Ob du wieder richtig legst. Ich glaube, es war der in der Mitte. Läuft! Läuft! What? Ich könnte das Spiel im Blind Speed runnen. Ich könnte das Spiel... Blind Speedrun, so wie ich habe hier. Was geht denn? Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Ich, alles nur eine große Lüge, Bitch. War so entfernt, als eine neue Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen.
Doch diese Welt ist kein Platz für Team Kappa. Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Und ich verkaufe sie für 1 Million Dollar. Wäre es anders, dann wäre sie nicht die vollkommene, perfekte Welt. Denn nur ich bin perfekt. Mit meinem Aussehen, mit meiner Kraft, damit, dass ich Leute hintergehe, um meine Ziele zu erreichen. Ja, genau, so definiere ich perfekt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nützlichkeit und ihrer Unvollkommenheit überzeugen. Denn nur ich bin perfekt. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Er ist spürbar. Es geht ja um selbe Turbis und Vespia, richtig? Nein, eigentlich will ich Mewtwo fangen und Arceus habe ich Interesse. Also, wir können das eigentlich auch. Keine Ahnung, du gibst mir jetzt 1 Million Dollar und ich gehe wieder. Du willst sie retten? Nun, meine Pläne sehen nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein. Es würde mir sogar den Ärger sparen, sie wieder loszuwerden. Denn dann müsste sie eine Wandstein exekutieren. Ich meine, freilassen. Eins will ich dir aber nochmal sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert, wie du so unvollkommen bist. Denn nur ich kann perfekt sein. Was, wenn du nicht mit diesem Pokémon nichts mehr ist? Es ist total scheißegal. Rein gar nicht ist es so. Richtig, ich bin für nur eine Katze hochgelaufen. Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Weil es Plot ist. Nächstenliebe, Mitleid, Plot. Diese klägliche Unnütz-Gefühle sind unlogisch und irrational. Viel logischer ist es Plot. Nur minderwertige Herzen, wie Menschen haben, können diese Empfindungen hervorbringen. Ich habe diese Gefühle nicht, denn ich bin perfekt. Nun hat diese Seltsinn mit dem Sprachfehler habe ich nicht, denn ich bin perfekt. Sentimentalität mir in den Arm gerieben. Du wirst bereuen, die Stimme deines Herzens Gefolge geleistet zu haben. Nicht so wie ich, denn ich bin perfekt. Gegen Kappa-Boss Ruffy, der perfekt ist. Mit einem motherfucking Sneebel. Los, Garaboss. Gonna Wapion Team and so weiter. Ha, Miss. Muhaha, spüre meine Drachentanz. Ich mache noch einen. Und du kannst mich nicht aufhalten mit meinen Garados. Niemals. Nicht mal, wenn du meine Verteidigung 2 Stufen senkst. Denn ich werde es nicht brauchen. Ich werde einfach alles mit meinem Nassschweif vernichten, weil ich noch keine Kaskade habe. Und es wird alles rausreichen, es mit einem Schlag zu vernichten. Und ich habe einen Sneebel besiegt. Und er hat 1300 Erfahrungspunkte. Und er benutzt ein X-Bad. Wo auch immer er einen X-Sneebel hat, damit es entwickelt, denn es entwickelt sich. Durch Freundschaft werde ich es mit meinen kühlen Eiszahnen one-hitten. Denn nur ich kann perfekt sein. Und nicht Kappa-Rübe, Kappa-Boss Ruffy. Und ich habe sein X-Bad mit einer sehr effektiven Attacke vernichtet. Und ich halte wieder über fast 2000 Erfahrungspunkte, setzt ein Kramchef ein. Dieses Pokémon hat, wie wir alle wissen, auch eine Eiswelle. Und es ist sein letztes Pokémon. Und ich benutze den Eiszahn. Und Kramchef steht immer noch ein Sinnbild für die Mafia, weil es der Boss aller anderen Kramchefs ist. Und ich auch dieses habe ich mit nur einem Schlag besiegt. Und ich bin perfekt, nicht du, beziehungsweise mein Garados ist perfekt und nicht du, obwohl es nicht 6x31 TVs hat. Interessant, aber auch etwas merkwürdig, dass nur du perfekt bist und ich nicht ganz so perfekt bin. Jetzt verstehe ich, du warst wahrhaftig stark, aber nur ich bin perfekt. Und diese Stärke ziehst du aus, als du deinem Pokémon Garados gegenüber empfindest. Was für eine Schwendung, diese Gefühle sind doch eine Illusion. Und ich habe ein Pokémon dabei, das sich durch Zuneigung entwickelt. Wie alle Illusionen verblassen sie in der Zeit, bis das Ende für sie immer vernichtet. Das ist der Grund, warum das Ding, die ich geliebt, nehmen und abgelegt habe,
Denn sie sind nichts anderes als unnötige Sentimentalitäten, denn nur ich bin perfekt. Reden wir nicht mehr darüber. Denn ich bin perfekt, du wirst meine Kombination ohnehin nicht verstehen. Denn nur ich bin perfekt, doch erkenne deinen Mut und deine Stärken an, allein hergekommen zu sein. Nimm dies zur Bedeutung und gib mir Erdbeben, bitte. Verdammt, der Meisterball, egal. Es gibt keinen besseren Ball als den Meisterball. Kein Pokémon, den du in der Wildnis begegnest, kannst du ihn nicht ziehen. Mir nützt überhaupt nichts, Pokémon machen mir nichts zum Freunde oder zum Partner. Wie ihr Trainer es tun, ich habe ein Pokémon, das jetzt Zuneigung entwickelt, Nevermind. Und ich setze mich mit seinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von Team Kappa tun. Stattdessen mache ich mir ihre Kraft der Pokémon selbst zu eignen und benutze jetzt eine Attacke, die ich mir selber beigebracht habe. Nämlich Teleport. Wenn du dein Pokémon die sehr sehen retten möchtest, dann nimm den Teleporter in einen anderen Raum. Ich begebe mich nun zu Königsburg. Dieser Berg will ich erklimmen, um an einer Spitze mein Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Ich würde sagen, mit diesen epischen Worten beenden wir diesen Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.